Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Let's Play Minecraft, diesmal ohne den Man of the World EP, wie man dort oben sehen kann. Ich hatte gerade schon mal eine Aufnahme und spontan war mein Mikro weg. Ich habe keine Ahnung warum, es hat sich einfach ausgeklinkt, aber die Stecker haben alle gesteckt, deswegen weiß ich nicht warum. Aber okay, ich habe eigentlich nur diese neuen Blöcke hier gesetzt, gesagt, dass ich ohne Man of the World spiele, weil er noch ETS aufnehmen möchte und er hat gesagt, so gegen 19 Uhr und dass es eventuell später werden würde wegen ETS. Und dann meinte ich so, nee, nö. Ich nehme früher auf, so. Dann habe ich ihm noch einmal ins Gesicht geschlagen und jetzt freut er sich. Nee, ehrlich gesagt, das ist mir einfach zu spät. Und ja, deswegen nehme ich früher auf. So, wir haben 60 von diesen Holzplanken. Ich sollte erstmal die Bienen und sowas wegpacken. Ich sollte auch erstmal... Also erstmal kommst du weg, so. Erstmal, so. Du kommst dazwischen. Dann mache ich aus dir erstmal noch ein wenig mehr Gesten. Für Stuff, so. Zack, zack. Nee. Oh, meine Güte. So, zack, zack. So, hier kommt nämlich der ganze Stuff rein, sowas wie die Bienen hier zum Beispiel. Das ist ja Drohnen, ne? Ja, dann packe ich mal die Bienen hier in die Mitte. Sogar eine Marvel-Prinzessin. So, dann kommen hier noch Samen rein. So wie Setzlinge. Die werde ich jetzt erstmal hier alle reinpacken. Hier irgendwo anders noch drinne? Ja, hier. Die normalen Samen, die lasse ich da erstmal aber drinne. So, kommt das hier rein, dann kommt hier Quicksilver rein, was auch immer wir damit machen können. In Silverwood, die Honeycombs, Äpfelze, ne, das kommt in die andere Kiste. Hier haben wir noch eine Marble Drone, die können wir noch da reinpacken und unseren Scoop. So, Pfeile. Eigentlich schon mal irgendwo eine Krams-Pfeile-Kiste und so? Nee, ne, nee. Kommt hier das rein, so hiervon nehmen wir uns erstmal noch welche mit. Dachte ich mir schon, dass wir die haben. Also noch welche haben. Kann ich hier nämlich erstmal so dekorativ die Treppe erstmal schön verschönern. Wobei ich am überlegen bin, ob ich hier das hier wegmache. Und mir stattdessen... Warte, wir sind noch in einer relativ alten Version, ne? Nee, warte, das war ein... Ja, ja, genau. So. Genau das wollte ich. Zack, zack, zack. Das ist jetzt zwar hier dran, aber das stützt die Treppe so ein bisschen so... Halbwegs jedenfalls. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wobei, so falsch sieht's gar nicht aus. So falsch sieht es, wobei, eigentlich sieht's so besser aus und hat so einen runderen Abschluss, so einen Abschluss. Ey, Mensch, doch, passt ja gut. Ja, doch, so kann man's machen. Hat hier so einen stützenden Abschluss. Sieht gut aus. Wir werden hier wahrscheinlich sowieso dann hier in den Keller gehen und unser Bett wird sowieso noch ganz woanders landen. Ich lösche auch mal kurz Waypoints, Dorf, Bett, Delete, Teleport to? Nee. Nee. Garantiert nicht. So, stellen wir uns mal hier zwischen. Machen mal B, machen mal, Haus im Dorf, nennen wir das ganze Ding, und machen es wieder schön cyanoblau. So. Schön, Haus im Dorf. Dann sind wir jetzt nämlich nicht mehr vom Bett abhängig. So, als nächstes. Wir haben ja sowieso noch eine ganze Menge Holz. Ich werde mir mal am besten anderthalb Stacks etwa mitnehmen. Achso, haben wir jetzt hier manchmal aus denen komplett Planks. So. Dann können wir jetzt erstmal hier bauen. So, hier die Front werde ich komplett aus Glas machen. Schön nach hinten raus, dass man was sehen kann. Hier werde ich sowieso erstmal komplett auch mit Holz zubauen. Und dann hinterher die Fenster reinpacken. So wie unten auch schon. So, immer schön rein damit. So. Erste Seite ist dicht. Jetzt kann man die zweite angehen. Bitte. Ja, danke. Automatisch wechseln finde ich gut. So, wir können auch nur zwei Ebenen bauen, oder? Ja. Ja, dann machen wir das. Zack, 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 und so weiter. So.
Ja, das werde ich gleich noch ein bisschen schlauer erledigen. So. Oh, Mano. Ah, genau, die falschen Blöcke gegriffen. Naja. Nicht so schlimm, nicht so schlimm, nicht so schlimm. So, mit dem Doppelhaus machen wir dann oben noch ein Dach rauf. Und dann steht das Haus. So, hier werden wir auch erstmal anderthalb Stacks rauspacken. Zwei Stacks rauspacken am besten. Aber noch 32 normales Holz. So. Ja, die Rückseite ja komplette Front. Glasfront mit Glasscheiben. Jo, Autsch. Haben wir auch nicht im Inventar, ne? Nee, schade. Schade, schade. Haben wir jetzt... Hier ist das Last drinne. 32, ne? Können wir doch gleich nochmal ein bisschen was bauen, ne? Zack, 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 zack. So, immer schön rein da. So. Haben wir zwar nur noch 4 normale Glasblöcke übrig, aber dann haben wir auf jeden Fall genug Scheiben. Um uns jetzt unser Haus zu verschönern. Yay. Das hier ist ein kleiner Fail gewesen gerade. Weil das Haus wird nur so hoch. Also die Etage. Und jetzt ist Präzisionsarbeit gefragt. Ein wenig. Jawohl, wir sind durch. So, auf Ebene 2. Zack. Hier geht's ganz einfach. Und dann noch ganz unten, da geht's auch sehr einfach, weil da haben wir den Bodenblöcke, die wir einfach anklicken können. So, hier. Zack. Zack, 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 zack. Und zack. Haben wir eine komplette Glasfront. Yeah. So, nein, das war ein bisschen dumm. So, kann ich schon mal ein bisschen zusammenpacken hier. So, hier wieder die berühmten Zweierfenster in den jeweiligen Ecken erstmal. Mit dem Abstand von einem Block. Die 2x2 Fenster hier. So, damit man halt ein bisschen Licht hier drin hat. Nein, ja. So. Das Dach werde ich dann mal überlegen, wie ich das baue. Bin gerade eigentlich schon quasi so dafür, dass wir da einfach ein Holzdach raufzimmern, so wie es halt hier im Dorf gängig ist. Haben wir hier alle Holzdächer drauf, hier diese normalen Hütten. Das werden wir uns gleich noch angucken. Und die haben halt, ja, Stämme. Das gefällt mir aber ehrlich gesagt auch rein optisch schon gar nicht. Das mit den Stämmen. Und von daher, ja, ist nicht so mein Stil. Aber zum Glück gibt's ja eh beides, von daher ist es ja egal. So, genau. Ein Glück haben wir so viele Glasdinger gemacht, Glasscheiben. So. So, hier kommt nichts hin, aber auf der Seite bin ich am Überlegen. Es gibt ja Bilder in Minecraft. Ich glaube, da werde ich mir einfach ein Bild aufhängen. Und hier in der Front, hier ist ja unsere Tür. Da können wir dann nochmal so ein größeres Fenster machen, wie unten. So ein Fenster hier. Zack. Das hatte ich unten irgendwo auch schon mal gemacht. Ja, hier kommen Bilder einfach ran. Und hier kommt erstmal ein wenig Holz rüber. Um das Ganze dann abzuschließen erstmal als komplette Fläche, damit wir dann wenigstens jetzt in der Nacht sicher sind, soweit. Dann verteile ich jetzt hier noch die Fackeln und dann gehen wir nochmal kurz schlafen. Dann ist wieder Tag. Ja, der einzige Grund, warum ich hier rumschleiche, ist, weil ich keine Lust habe, jetzt in die nächste Etage zu fliegen. Ja, das war ein bisschen doof. So, 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 so. Das geht jetzt ganz gut. Ach, wir haben ja noch einen Stack. Ah, sehr gut. Ich dachte schon, das wäre jetzt eigentlich unser letztes bisschen gewesen, was wir da noch haben. Aber zum Glück haben wir ja noch einen Stack. Mensch, fügt sich da eins zum anderen. So, 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 so. Den baue ich gleich noch zum Schluss ab, den Block, den einen. Ah, reicht nicht ganz. Auch leider nicht mit den beiden hier. Aber kein Problem. Wir packen nochmal 20 oben drauf. Wir brauchen sowieso eine ganze Menge Wooden Planks. So. Haben wir jetzt erstmal hier einen normalen abgeschlossenen Raum. Dann können wir jetzt an den Fenstern jeweils erstmal ein bisschen was platzieren.
Ja, hier mit den Ecken bin ich mir ehrlich gesagt mal unschlüssig, wie ich das machen soll. Ich muss mich ja entscheiden. Am besten hier so in den Ecken oben jeweils eine, dann ein bisschen unauffälliger quasi. Ich bin auch noch am Zweifeln, ob das wirklich reicht, wenn wir die Fackeln hier in der Mitte wegnehmen, ob das hier nicht dunkel, zu dunkel ist. Ich würde ja hier quasi einen Kronleuchter, aber dann müsste ich den ganzen Raum schon mal allein mindestens eins höher bauen. Das ist auch nicht Sinn der Sache eigentlich. Ja, und hier draußen müssen wir jetzt auch erstmal nochmal Fackeln dann anbringen. Aber jetzt gehen wir erstmal kurz penne. So. Und als nächstes kümmern wir uns um den Keller. Allerdings habe ich bei dem schon wieder ein ganz großes Problem mit dem, ich würde ja gerne einen richtig schönen alten Keller bauen. Das Problem war doch, das gefällt mir. Wenn wir jetzt noch Seamless Textures drauf hätten, oh, das wäre geil. Das wäre richtig geil. Das ist ein rein optischer Mod. Theoretisch funktioniert ja auch im Multiplayer. Müsste ich mich mal drum kümmern, ob das vielleicht geht. Dann könnte ich, ein Seamless Glass heißt es ja, glaube ich, sogar nur. Könnte ich das ranbapsen. Dann haben wir hier Connected Textures heißt das, genau. Also ich mache das mal auf die Stehebene. Da packe ich mal hier draußen die Torches ran. Das wäre dann diese Ebene dort. Diese hier, also die Cook-Ebene quasi, der zweite Block halt. Das mache ich aber mal rundrum. Ja, doch, ist die Ebene. Das mache ich mal rundrum. Vor allen Dingen, wie ich hier erstmal wieder maßlos übertreibe mit meinem Riesenhaus. Also hier, der macht sich da so einen kleinen Bunker und ich mache mir gleich mal so eine fette Kanüle hier. Aber die ist von den Größenmaßen her, finde ich, diesmal richtig gut bemessen. Weil ich da jetzt noch ein Dach raufklatsche, dann ist es so ein richtig schönes, etwas größeres Haus. Aber wir haben auch schwer genug dafür gearbeitet, wir dürfen ja ein größeres Haus haben. So, dann essen wir noch nebenbei, während wir hier reinschleichen. Der Gute hat auch bis jetzt nur eine Treppe nach oben gebastelt und einen Steinbunker. Okay, der hat aber noch kein... Nee, der hat hier nichts unten. Er hat auch noch kein Glas drin, der kleine. Schelm, der. Was hat er eigentlich aus dem Elektrohaus? Ist da schon was draus geworden? Nee, ne? Da hat er noch keine Connections zu. Und keinen Eingang. Ich denke mal, der wird den Eingang hier bauen dann, wenn dann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Eingang woanders baut. Ja, wobei, hier wäre es eigentlich auch noch denkbar, dass er sich hier reinbuddelt. Aber es wäre eigentlich schwachsinnig. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier unten drunter eine Tür ist. Also hier unten ungefähr. Müsste die Tür sein, aber naja. Jetzt erstmal nicht ganz so die Wichtigkeit. So, wir haben jetzt auf jeden Fall eine Menge Oakwood. Also, wir werden auch gleich nochmal welches brauchen wahrscheinlich. Ich überlege gerade, wie ich echt das Dach baue. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Leitern. So, damit sollten wir anfangen. Habe ich noch von denen hier, von den Rubberwoods, welche hier? Ja, sehr schön. Dann brauche ich da erstmal nicht losgehen, das ist sehr gut. So. Erstmal ein Stack Sticks, zwei Stack Sticks, so. Zack. Dann erstmal hier vierteln. Nein, vierteln, so. So. Aber 48 Leitern. Natürlich, klar, krass übertrieben, aber wir werden mit den Leitern hier sowieso noch arbeiten. Von daher, zack, 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 zack. So, dann kommen wir auf jeden Fall schon mal aufs Dach rauf. Muss ich nur nicht hier jetzt anfangen zu bauen, sondern eher auf der Rückseite. Ich bin noch am Überlegen, ob ich jetzt nicht hier oben erstmal noch einen Querbalken ziehe und in der Mitteletage dasselbe tue. Das wäre quasi eigentlich gut denkbar, aber dann müssten wir jetzt erstmal nochmal Holz farmen, weil wir haben nicht mehr genug Stämme. Hier oben könnte es auf jeden Fall für eine Seite noch reichen, aber unsere Axt nicht. Deswegen mache ich es erstmal auf der Rückseite hier, mit den Glasscheiben. So, ein bisschen risky hier auf dem Glas rantieren. So, und kaputt. Aber kein Problem. Wir können ja erstmal hier noch was bauen, so. Eisen haben wir ja auch noch unten in der Truhe, alles easy. So, dann mache ich das nämlich quasi so als Abtrennung. Also hier einmal vom Dach und weil es gut aussieht, wenn hier oben ein Kranz ist. Und einmal für die zweite Ebene als Abtrennung dort. So, das waren jetzt 12 Blöcke, also wir haben, ja klar, wir haben eine 12er Breite hier. Also eine 14er Gesamt und eine 12er so. Und dann dachte ich, hier noch einmal reinzimmern. Dann haben wir, es stört sich dann zwar ein bisschen hier mit dem Rahmen, aber das ist schon ganz okay. Dann machen wir hier nochmal einen Querbalken rein. Dann
haben wir dann nochmal eine Abtrennung hier vom nächsten, von der nächsten Etage. Und man sieht's nur hier unten dann. Wobei, hier bin ich mir nicht sicher, hier würde ich es glaube sogar so lassen, wie es jetzt ist. Einfach, dass der Boden halt quasi nach außen ist und so, und ja. Wenn ich, hier gibt's garantiert irgendwelche dekorativen, hier ist übrigens das große Fenster, was ich meinte, was jetzt da oben ist, und hier haben wir eine komplette Front. Gibt's garantiert irgendwelche Fassadendinger, hatte ich schon gesehen gehabt. Mit denen wir dann irgendwie jetzt, also nicht jetzt, aber mit denen wir halt irgendwie noch, ja, irgendwelche Fassaden an Dingern ranpacken können, aber wie das genau funktioniert oder ob es jetzt für unsere Zwecke geeignet sein kann, das steht noch in Frage. Also ich nehme jetzt erstmal hier alles mit, was wir haben. Brauchen wir sowieso nicht, aber ist ja erstmal egal. Lieber zu viel mitnehmen als zu wenig, ihr kennt das alle. Ich kenne euch, ihr kennt das. So sieht's aus. Denn du bist hier, ich bin hier, Schnabeltier. So, dann haben wir hier auch nochmal unsere Fensterdinger. Also muss ich schön mittig bleiben, dass ich nicht runterklatsche. Wo es, glaube ich, egal ist. Hier aus, ja, einen halben Block kann ich ja eh nicht durchfallen. Achso, ich kann ja auch nach hinten laufen. Kann ja auch nichts passieren. So. Zack, zack. Ich überlege auch gerade, ob ich mir einen Dirt-Ring baue, damit ich die Blöcke außen leicht... Ach, wobei, wartet. Das ist ja die Höhe 4. Das, von unserem Haus. Eine Viererhöhe. Das ist also sowieso kein Problem. Die kann ich sogar von außen setzen. Mensch, super. Wow, shit. Ja, hier, um es mal kurz zu zeigen. Den kann ich abbauen. Zack, zack, zack. Ja, ganz easy. So, bauen wir mal... Ja, mache ich erstmal kurz hier. Bevor ich jetzt da oben weitermache. So, parallele Baustellen sozusagen. Ich habe gerade eine Idee gekriegt. Nee, kann ich nicht machen, dann sind ja die Steine sinnlos. Na doch, von innen sieht man sie, aber... Nee, dann sind die Steine sinnlos. So. Das ist hier schon fast fertig. Ich brauche jetzt mal kurz hier oben erstmal. Achso, jetzt muss ich ja so machen, genau. So, ja, oben erstmal das hier wegkreuzen. Holz, Holzen, wisst ihr. ja, mit den Zäunen überlege ich auch gerade, ob wir noch so ein Vordach bauen wollen. Das könnte man auch einrichten. Hm, sehr dekorativer Part heute. So, dann muss ich mal kurz hier den... Autsch. Den hier kurz wegbauen, weil ich daran muss. Zack. So. Können wir wieder hinsetzen. Ha. Ja, das sieht jetzt wirklich ein bisschen doof aus. Textur über Textur. Aber Birke will ich nicht nehmen. Das sieht kacke aus. Und Fichte haben wir sowieso nicht. Und Dschungelholz sieht auch nicht gut aus. Ha, schwierig. Schwierig. Ha. Das können wir an der Stelle tun. Ich grübel gerade. Wir könnten auch... Ja doch, das können wir mal machen. Mal hier die beiden weg. So, zack. So, zack. Quasi so eine zwei Augen, die wir jetzt da haben. Doch, das sieht deutlich besser aus schon mal. Ja, ja, um einiges. Um einiges. Um Längen. Um nicht ehrlich zu sein. Was? Um ehrlich zu sein. Um Längen. Oh ja, oh ja. Oh ja, so sieht's aus. So, zack, 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 zack. Und das war klar. So. Bin ich mal gespannt, was denn, der Man of the World... Ach nee, hier wollte ich ja lassen. Jetzt bin ich sogar zu schnell für mich selber. Wow. Crap. Naja, es ist wahrscheinlich besser, wenn wir es da lassen. Gut, es ist ein bisschen doof, dass wir jetzt dann so quasi so einen riesen Rahmen haben, der halt einmal außen rum führt, aber es ist eigentlich besser. Es kommt auf jeden Fall vom Blick von innen her deutlich besser rüber. So, zack, zack. Alles rein da. Ja, erstmal alles einsammeln hier mit ein bisschen Hüpfen. Oh ja, hui. Und wir brauchen eine Menge Treppen. Fällt mir gerade auf. Die hatten hier einen Überhang, ne? Genau, auf der obersten Ebene hatten sie einen Überhang.
Ich weiß, die haben auch alle mit Stein noch oben rumgebaut und außen rum und generell. Und ich habe halt mehr Holz als Stein und ein richtiges. Es geht schon jetzt in die Richtung Fachwerkhaus, allerdings müsste ich da noch Längsstreben weiterziehen, um es in Quadrate zu unterteilen. Das möchte ich jetzt nicht. So, und die haben für die oberste Ebene haben sie einen nach außen. Aber das mache ich jetzt da nicht dran, sondern mache ich da drüber einen nach außen. Jo. Zack. So, komm mal her hier. Du auch. Liegt hier noch was rum? Da ist noch mehr. Gehen wir kurz nach oben gucken, ob hier noch was rumliegt. Kurz einmal die Ecken ablaufen. Sieht aber nicht danach aus. So, wir brauchen noch eine Menge Sticks und Wolle. Habe ich eigentlich Wolle noch behalten? Ach nee, ich habe die vier habe ich ja verbraten, genau. Da war etwas, was mir jetzt wieder einfällt. So, zack, zack, zack. Erstmal die. So. Können wir hier wieder machen, zack. Wir brauchen auf jeden Fall eine Menge von denen jetzt. Zack, zack, zack. So, noch mehr von denen. So, die drei behalten wir mal noch. Ach komm. Wir brauchen sowieso eine Menge. Also wirklich eine Menge. Ich werde aber mal so machen. Mal so machen. So, zack. Zack. Jetzt haben wir. Ja, doch. Das. Wir brauchen auch noch eine Menge hiervon. Eine Menge. Wir brauchen eine Menge von allem. Weil wir gut sind. Weil wir die Bosse sind. Weil wir bosshaft sind. Nicht so wie Haftbefehl. Der ist nicht bosshaft. Der ist Haft. Der ist in Untersuchungshaft. Was laber ich hier eigentlich schon? Egal. So. Wir werden uns jetzt darum kümmern, dass wir erstmal hier eine Blockreihe kriegen. Wir werden es aber so machen wie die anderen Häuser auch. Nach dem Eingang das Dach ausrichten, also dass wir quasi, wir könnten jetzt hier oben so ein, ist ja quadratisch gebaut, oder? Ja doch, ist nicht ganz quadratisch, ist leicht rechteckig. Also wir könnten hier so ein Spitzendach bauen, so ein, was halt von der Spitze aus in alle Richtungen abgeht, oder wir bauen halt ein solches Dach dort, ein keilförmiges, was ich ehrlich gesagt jetzt gerade bevorzugen würde, weil es sich eigentlich eher anbietet und wahrscheinlich auch besser aussehen wird. Und ich habe keine Blöcke mehr, verdammt. Das ist jetzt ungünstig. Ja, der Part ist auch schon zu Ende. Ja, dann springen wir erstmal runter. Ja, mal gucken, vielleicht kann ich ja wenigstens noch ein paar platzieren. Jetzt. Das mache ich mal schnell noch. Heute habe ich ja ein bisschen mehr verdammt, falsch rum. Falsche Ecke getroffen. Die da unten muss ich treffen. So. Und jetzt einmal rundrum. Also rundrum halt einmal die Linie lang. So. Zack. Dann mache ich mal von außen. So. Und wir können dadurch, dass das Haus so breit ist, hier oben noch einen Dachboden bauen. Ja, ich weiß auch sogar, wie ich den bauen werde, aber das Ganze ist ein wenig problematischer. So, ich wollte die Blöcke da einsammeln. Ach verdammt, jetzt komme ich von hier aus gar nicht ran. Ach, ich recke ja gar nicht mehr. Mensch, siehst du? Gerade wieder was vergessen. So, dann haben wir ja noch drei Blöcke mehr, ist ja cool. Ist ja cool. So, lass mal den hier weg. So, haben wir gleich noch drei Blöcke mehr, können wir noch drei Blöcke setzen. Ich weiß, wir brauchen ja dafür jetzt nicht zwingend die Blöcke hier, aber ich hätte die trotzdem gerne. So, dann setze ich mal hier nochmal welche rauf. Ich könnte auch unten das Holz nehmen, was wir jetzt noch drin haben, die Holzstämme, aber die möchte ich nicht nehmen, ehrlich gesagt. Die sind erstmal Lager. So. Und wir beenden die Folge, indem wir uns jetzt hier hinstellen. Indem wir nach oben stellen an unser Panorama. Wir müssen ja unser Werk betrachten. So. Gucken wir durch. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Nein, wir gucken von der Pumpe weg. Die ist böse. Das ist ein Werk des Bösen. Wir gucken von der Pumpe weg. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, peace out. Euer Raccoon Side Play. Ciao!